Oh, geh raus, geh raus. Oh. Wow. Peace, Leute, was geht ab? Das ist Kelvin. Ich bin's, Robert. Mit heute neue Folge von Scary Teacher. Wir bringen mal wieder unsere Mathelehrerin. Genau, wir sind back mit Scary Teacher. Auf jeden Fall müssen wir Miss T's Kleid zerstören, weil sie auf eine Party will. Mhm. Aber sie darf keinen Spaß haben, Leute. Das versauen wir ihr und machen irgendwas an ihrem Kleid. Das gucken wir mal. Das geht gar nicht, dass sie auf eine Party will. Einfach so. Kann nicht sein, dass sie Spaß haben möchte. Das müssen wir ihr versauen. Genau, Leute, jetzt schon mal Daumen hoch für mehr Scary Teacher. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen, Leute. Und dann würde ich sagen, let's go! What should I wear to the masquerade party? Die guckt sich mal wieder selber an hier, die selbstverliebte Miss T. Okay, wir können wieder so ein Gas holen, aber es hat gar nichts gebracht irgendwie letztes Mal, ne? Wir starten einfach mal direkt. Okay, wir müssen ihr Kleid finden. Genau. Wo könnte ihr verdammtes Kleid sein, Alter? Ich glaube, ihr Zimmer ist oben. Wir könnten die Leiter hochgehen, ne? Draußen war hier eine Leiter. War da eine Leiter? Ja, Mann. Oh, warte, wir haben einen Hinweis. Wir können mal den Hinweis abchecken. You can cut her dress up. Wir können das zerschneiden. Denkst du, wir brauchen ein Werkzeug dafür? Zum Beispiel eine Schere oder so? Vielleicht finden wir ja noch eine. Ja. Wenn wir ihr Kleid zerschneiden können. Ach, wir haben drei Hinweise frei, oder? Ah, ne, dann müssen wir uns hier so ein Video angucken. Egal, egal, egal. Wir suchen erstmal ihr Kleid. Oh, hier ist auch eine Mülltonne, ist da was drin. Mhm. Miss T, sind sie da? So, wir können hier klittern. Oh. Ah, hier. Da ist ihr Fitnessstudio. Okay, wir können die Fenster öffnen. Nice, nice. Wir gucken mal, wo ihr Zimmer ist. Was ist das denn? Oh, das ist wieder so ein Energy Drink. Für was sind die Leute? Tipps könnt ihr wieder in die Kommis schreiben. Oma hat gerade was getan. Das hat sich aufgefüllt. Ist das das Leben oder ist das irgendwie... Ich weiß nicht. Wenn ihr es jetzt packt. Ey, ist die oben, Alter? Ach so, genau. Ich beobachte die. Ist das gerade im Treppenhaus? Ja. Oh. Eine Taschenlampe? Ne, die brauchen wir nicht, ne? Eher eine Schere oder ein Messer, ne? Eine Schere. Zum Zerschneiden ihres Kleides. Aber warte. Hier ist ein Schrank. Ah, ja, genau. Alle Schränke abgucken. Okay, da ist kein Kleid. Okay, da ist nix. Irgendein Schlafzimmer. Zack, zack. Ne, auch nicht. Wie viele Schränke hat die, Alter? Wow. Sieht aus wie so ein Folterschrank, ey. Was ist denn mit der los? Okay, oh, hier ist das Instrumentenzimmer. Ey, die ist oben, ne? Wir müssen aufpassen ein bisschen. Ja. Die geht gerade eine Tür rein? Die geht irgendeine Tür rein. Oh, die hat irgendwas gesehen, dass wir da waren, glaube ich. Eine Schere. Nice. Und Kleber, warum auch immer. Schere ist gut. Ich hoffe, die kommt jetzt nicht hier rein. Was ist das? Oh, ein Schlüssel, ein grünen Schlüssel. Dafür brauchen wir ein grünes Schloss wahrscheinlich, müssen wir finden. Das müssen wir uns merken. Okay. Wieder ein Energy Drink, keine Ahnung, wofür das ist. Vielleicht können wir auch sprinten, ich weiß gar nicht. Okay, ist die oben? Ja, die ist in einem Raum, ne? Im Raum. Ah, die ist im Bad, meine ich. Ja, doch, die ist im Badezimmer. Ist das das Badezimmer? Oh, oh, ist sie da drin? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee. Das ist ein anderes Badezimmer. Ja, Leute, die hat 1000 Bäder, fette Villa. Oh. Okay, sie schminkt sich gerade. Das Haarfarbe, oh, das können wir uns schon mal merken für einen anderen Prank. Guck mal hier. Was sind denn wir? Das sind wir. Ja, was geht? Yeah, es geht, Bruder. Peace. Das ist fresh, okay. Ich nehme mal die Schere schon mal in die Hand. Wir sind fresh, Leute, sie oder? Sie macht gerade ihre Haare fresh. Ja, könnten wir eigentlich auch mal zerschneiden, ne? Die sind da immer fresh aus der Steckdose. Sehr stolz auf ihre Mähne. Oh, hier sind viele Schränke. Warte, ist die nebenan, Alter? Moment mal, aber... Nicht, dass sie jetzt kommt. Das würde keinen Sinn machen, dass zwei Bäder nebeneinander sind. Ah, okay, stimmt. Okay. Okay, sie ist jetzt... Wow, wow! Ist das das Kleid? Das Kleid? Okay. Zerschnitten. Bam. Oh, Miss T, Sie können kommen. Kleid erstmal in zwei geteilt. Kann ich hier runterspringen, Alter? Was? Ich schaff den Sprung. Zieh durch, Mann. Wir testen. Oh ja. Perfekt. Wir sterben nicht. Kann man hier überhaupt sterben? Da war wieder ein Energy Drink drauf. Oh, wir gehen jetzt mal auf die Sauna. Oh, die geht, glaube ich, zu ihrem Kleid. Oh, oh. Leute, sie geht jetzt in den Schrank. Oh. Ey, das war doch immer auf dem Bild auch, ne? Was? Die hat sich doch angeguckt. Das war doch das Kleid. Ah, war das das Kleid auf dem Bild? Leute, wenn ihr euch erinnert, guckt mal zurück, das war das Kleid safe. Nice. Leute, Leute, die nächste Mission. Place a pin on sofa so that Miss T pinches. Oh, wir sollen eine Nadel, also so ein Pinchen, an Miss T's Sessel tun. Oh, damit sie schön an dem Ass Peak macht. Ja, und dass das da kleben bleibt. Oh, sie hat einen fetten Cappuccino. Ordentlich Schaumige, würde ich behaupten. Oh, das ist ein fetter Donut oder was ist? Oder ihr Kuchen. Boah. Stellt einfach Kaffee in den Donut rein. Boah, die gönnt sich richtig auf Mass. Feind der Pin. So sehr. Boah, wo kriegen wir so Nadeln her? Mm. Ist die Frage. Neuer Energy Drink, Leute.
Ja, Mann. Ich glaube, ich packe mal einen Hinweis, oder? Okay, wir gucken uns an. The pin is on the table near main door. An dem Tisch näher der Eingangstür. Okay, hier ist ja die Main Door. Ja, oh, ist hier unten? Oh, wir können klingeln. Wir können die ablenken. Mysteries. Ah, okay. Komm. Da ist sie direkt salzig. Ja. Klettern hoch. Okay, am Tisch, Nähe der Eingangstüre. Mhm. Also auf dem Tisch direkt, oder was? Kommt da gleich raus, mal gucken, ob ich den sieht. Pins? Was soll das sein? Hä, die geht hoch, Alter. Die geht hoch? Wir müssen schnell runter. Ach so. Dachte, die geht jetzt voll zur Tür. Wo, wohin geht die? Ja, die kommt hier gleich raus irgendwo. Ja, wir müssen jetzt... Und ich muss hier rein. Oh, hier ist die Folterkammer. Hier ist Kleber. Gönnen. Oh, oh, Miss T, was machst du? Oh, die geht aber ziemlich straight da rein. Oh, oh. Oh, geh raus, geh raus. Wow! Hä? Geht die einfach wieder. Oh, die rennt uns hinterher. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, die ist oben links am Start. Müssen wir abschütteln. Oh, die rennt, Digga. Die ist richtig aggro. Ey, ist die hinter uns? Oh mein Gott. Wow! Oh. Die ist ja auch kurz übergangen. Ja. Okay, die kennt ihr Haus besser. Boah, er hat jetzt gepackt, Mann. Alter. Ey, Mann. Egal, Leute, wir müssen es nochmal versuchen, Leute. Wir haben ja den Hinweis bekommen, es soll an der Eingangstür irgendwo sein. Mhm. Oh, hier ist ja ein Tisch. Vielleicht meinen die den Bereich daneben so, ne? Warte, da ist eine Schere, eine Säge, ein Hammer. Ja, an irgendeinem Tisch an der Nähe der Eingangstür. Wo zur Hölle? Dann werden nochmal... Ah, da liegt was. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ist aber kein Pin, nee, oder? Was anderes. Das ist ein Dietrich, glaube ich. Hm. Okay, die ist oben, das ist sehr gut. Oh, 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 Billard. Gehen wir wieder am besten jetzt zum Haupteingang in der Nähe und gucken mal. Genau, wir sollen es ja aufs Sofa legen. Oh, hier geht's zum Keller. Hm. Was ist denn da oben? Tisch. Das ist ein Schlüssel. Oh, hier. Ah, direkt da. Ah. Manchmal muss man sagen, so riesig, den sollen wir jetzt. Leute, er wird richtig tief in ihren Big Booty rein. Boah, guck mal! Alter, den müsst ihr eigentlich Alter, sehen. Alter, die müsste abkacken. Ey, wie die da drauf sitzt. Egal, Miss T. Du hast nicht anders verdient. Du brauchst dann immer noch sagen. Die macht dir Bärenfällen hin und alles. Die hat's verdient, Mann. Ja, Mann. So, Miss T. Big Nadel in ihren Booty. In Big Butt. Let go. Setz dich hin. Als ob der es nicht sieht. Oh, die sieht das doch. Ah, wir müssen das... Ah, nein, wir hätten es vertuschen sollen. Nein, du bist nicht schlauer als wir, nein. Oh, die gibt uns wieder eine Schelle. Okay. Wenigstens das Ganze realistisch, okay. Wir müssen es besser verstecken. Wir packen uns das jetzt, tun das denn, tun ein Kissen da drauf. Genau. Müsste klappen. Das Kissen müsste man dann ernehmen können. Das müsste klappen, Mann. Oh, nein! Okay, die wird schlauer. Egal. Die wird immer schlauer. Egal, wir gehen durchs Fenster einfach. Wir werden die rasieren. Einfach durchs Fenster. Ich hätte eine Bärenfalle, ist immer noch da auf dem Nacken. Ja. Die geht hoch, auf easy. Oh. Können wir durch das hier gehen? Dun, 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 dun. Weil macht die überall Schlösser hin, Alter. Ja, Mann. Safe, Mann. Oh, da oben. Die ist da oben, drin. Aber die sieht uns schon nicht. Sehr gut. Oder? Wow. Zack. Jetzt besser verstecken. Zack, zarab. Hier sind ja überall Kissen, ne? Mhm. Packen wir ins. Oh, oh. Kann ich das nicht nehmen? Oh, doch, das hier. Nice. Thanks. Undercover das Tuch davor. Die Decke hier drauf klatschen, dann geht das. Jawohl. Und da ist die Nadel auch schon weg. Wir verschwinden mal ganz schnell. Können wir die Show gleich nicht genießen, ey. Mal eine Tür hier zu. Und hauen ab. Nein. So, ich glaube, sie bekommt Hunger auf ihren Donuts. Wir begeben uns in Sicherheit. Genau hier hin. Und gönnen uns oben in der Lupe das ganze Geschehen. So, setz dich hin. Oh. Is there a secret witch inside? Nice! Wir haben es geschafft, Leute! Daumen hoch für mehr Scary Teacher, Leute! Yes! Wunderschöne Grüße an Sir Seegamer! Bam! Du hast die Glocke aktiviert! Danke dafür! Wenn ihr auch was begrüßen wollt, müsst ihr einfach noch hier auf YouTube abonnieren, auf dem Brownies-Kanal, die Glocke aktivieren und dann hier einen YouTube-Kommentar verfassen mit Glocke aktiv und ihr habt die Chance eingeladen zu werden. Viel Glück! Yes! Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video! Peace!